gab bisher noch nicht mal Regen. Also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich habe zwar Ohrstöpsel getragen, aber normalerweise kriege ich das auch mit, wenn ich die trage. Es soll heute Regen geben während des Tages. Also ich aber auch noch nicht so viel. Geweht hat es natürlich ganz schön krass. Aber das war's. Ist mehr oder weniger enttäuschend. Also ich hätte ja gerne mal so einen Wirbelsturm gehabt, also nicht jetzt genau über der Insel, aber... Ne? Ich muss gleich mal Nachrichten gucken, ob es da irgendwelche Schäden oder sonst was gab auf dem Big Island, aber ich glaube nicht. Naja. Das sieht so aus, als wäre Kelvin nur ein laues Lüftchen. Besonders hier. Vor wegen Flood Warning, vor wegen Regen. Gar nichts. So noch ziemlich bright. Also es hat mal so ein bisschen Sprühregen gegeben, aber das war's. Nichtsdestotrotz, außer auf Kauai, kann auf keinen Inseln geflogen werden. Es ist immer noch IFR in der Mitte der Insel. Also tiefe Wolken und Visibility halt ganz schwach. Nichtsdestotrotz, ja, der Markus, der hat heute 7 Flüge. Alles bisher abgesagt. Die Flüge am Nachmittag stehen zwar noch auf dem Programm, aber die finden auch nicht statt. Warum sollten sie? Ah, ja. Okay. Sind wir verschont geblieben. Alles an Pflanzen hat überlebt. Auch die Sonnenblumen. Die stehen alle noch. Schön gerade. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Ans Meer, bei dem Wind. Ja, also müssen wir schauen. Kaffee ist durch. Auf dem Pott war ich. Und jetzt muss ich mal sehen, ob ich sinnvoll das mache. So, die Kalamansi, die ich hier komplett zurückgeschnitten habe, die kommt ja richtig geil. Der habe ich jetzt mal neue Erde gegeben. Die hatte vielleicht komische Erde. Das war alles zerklumpt, knochentrocken, hart. Die müsste jetzt richtig geil abgehen. Ich meine, die ist ja jetzt auch sogar zurückgeschnitten abgegangen mit null Erde, mehr oder weniger. Ja, seit ich die habe, habe ich keine Erde bekommen. Ich habe sie zwar ein bisschen gedüngt zwischendurch. Ja, natürlich eingesprüht mit Nammöl und diesem Anti-Ameisen-Zeug bepudert, damit die nicht mehr befallen wird. Denn da leidet die echt krass drunter unter diesen Schildläusen. Und wenn es einmal anfängt, boah, dann ist die ganze Pflanze so voll. Also ich habe jetzt kein Blatt gesehen, wo Schildläuse dran sind, aber mal sehen. So, ja, es ist trüb und sehr windig. Dementsprechend schwül. Alexa, Humidity. Right now, the humidity is 64%. Hä? 64% nur? Kann nicht sein. Das fühlt sich wesentlich schwüler an. Ja, der Kollege Markus, der hat erst alle Flüge am Morgen gecancelt und dann um Mittag rum den Rest des Tages. Wo es so schlecht jetzt nicht ist. Also es regnet jetzt nicht stark. Auf der Ostseite ist es natürlich schon ziemlich übel und auch in der Mitte. Immer wieder super tiefe Wolken und es weht halt sehr stark. Ja, dadurch hat es dem natürlich das Schedule für morgen ziemlich gefüllt. Aber morgen habe ich nochmal frei. Freitag arbeite ich ja mit Markus und bin wahrscheinlich die Nummer 1. Und wenn ich die Nummer 1 bin, dann arbeite ich wieder von morgens 7 bis abends um 6. 5 Uhr aufstehen. Und so weiter. Aber am Freitag, hoffentlich klappt das alles, fliege ich ja auch mit den Kollegen aus Kalifornien. Den habe ich jetzt die Information mal weitergeschickt, allerdings nicht von der E-Mail-Adresse, die er kennt, sondern von meiner Arbeits-E-Mail-Adresse. Und da habe ich jetzt noch überhaupt nichts zurückgehört. Von daher, ja, mal sehen, ob das passt. Also wenn das Wetter so bleibt, ja, dann fahre ich heute Abend nur angeln. Aber hier zieht ja halt immer wieder Regen und es ist halt noch windiger als beim letzten Mal. Ich meine, das ging. Der Regen, der verschont zurzeit hier Oahu. Aber hier kommt halt noch was rein. Das kann ja auch uns auch noch treffen. Das hier zieht jetzt genau nach Kauai. Die haben auch alle Flüge gecancelt. Also wenn man hier jetzt mal auf das Flugradar guckt, dann sieht man, dass die auf Kauai hier tatsächlich noch, dass die noch Touren fliegen hier. Aber auf Oahu geht gar nichts. Da ist kein Helikopter unterwegs. Auf Maui ist auch kein Helikopter unterwegs. Und auf dem Big Island, da fliegen sie wieder.
da ist der Sturm vorbei. Von daher war alles halb so schlimm. Also die haben ja so ein großes Drama drum gemacht. Meh. Aber Hurricane Season ist ja noch voll im Gange. Kann alles noch kommen dieses Jahr. So, 20 vor 7. Die Sonne geht eine halbe Stunde unter. Knapp eine halbe Stunde. Und ich fahre jetzt mal zum Electric Beach. Also es ist sehr, sehr windig. Vielleicht angel ich. Wenn die Spitze wieder besetzt ist mit drei Angelrouten, wo die Leinen einfach reingehen, sodass man da vorne gar nicht diesen Trichter- oder Fächerauswurf machen kann, angel ich nicht. Denn da sind die dicken Fische. Ich kann mir gut vorstellen, dass da nichts los ist, aber man weiß nie. Also die Leute gehen hier bei. Also es ist ja, ich habe lange Hose an und langes Oberteil und ich gehe gerade voll ein bei 24 Grad. Das sieht so urselig aus und so kühl und trotzdem ist es dann halt doch warm, sehr warm. So, auf dem Rückweg habe ich vor, bei tanken zu gehen bei Costco und Bananen zu holen. Da muss ich nämlich morgens nirgendwo hin. Das ist der Plan. Und so wird's gemacht. Und wenn halt die Spitze besetzt ist mit Anglern, dann fahre ich direkt zu Costco. Vielleicht haben sie auch endlich mal wieder gefrorene Erdbeeren. Aber unwahrscheinlich. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht. So, es sieht so aus, als wäre die Spitze frei. Aber es ist auch super windig. Ja, die Flut, die war heute ein bisschen später, kurz vor 6. Also genau, ja, wieder eigentlich vor einer Stunde. Zu Abend habe ich schon gegessen. Salat mit 4 von diesen Drumsticks. Und von da bin ich eigentlich ziemlich voll. Und ich könnte jetzt ein bisschen gebrauchen, da ein bisschen rumzustehen und zu angeln. Es ist zwar wirklich extrem windig, die Wasseroberfläche ist super raff. Aber vielleicht klappt es ja mit den schwereren Ködern. Ich schaue mir das mal an. Zwischendurch kommen hier ganz schön hohe Wellen rein. Aber, und es weht halt, man sieht ja auch, wie die Böen hier übers Wasser gehen. So, die Chance auf einen guten Sonnenuntergang ist heute verglichen mit gestern 2% besser. Aber das sehe ich noch nicht kommen. Aber wer weiß, das werden wir in einer halben Stunde wissen. So, ja, es ist echt windig. Aber gut, versuchen wir es mal. Das ist viel zu windig. Ja, aber es ist keiner hier. Das ist das einzig Positive. Das Wasser ist kristallklar. Man sieht ja den Boden, hoffentlich. Das ist normalerweise höheren Wellengang nicht mehr der Fall, aber heute. Man hört wahrscheinlich das Rauschen der Kamera. Na, das ist nicht gut. Die Robbe ist gerade mal wieder aufgetaucht hier. Das wird den Anglern da auch nicht gefallen. Die verschreckt immer ganz schön die Fische. Ein Riesenvieh. Der Wind ist einfach unglaublich. Ein bisschen fährt es ein jetzt hier gerade. Aber einen schönen Sonntaggang kann man das nicht nennen. Er ist so dermaßen windig. Die Farben sind auf jeden Fall interessant. Man auf der Kamera ist nicht so gut, aber es sieht echt cool aus. Besonders weil sich das halt im Meer so cool spiegelt. Ja, der Sonnenuntergang ist gar nicht so schlecht. Also im Vergleich zu dem, was wir sonst so hatten bei 22% Chance. Ja, der Himmel geht durch das ganze Spektrum durch, von gelb zu orange zu rot. Sieht man durch die Kamera leider nicht. Ich habe nur Bananen bekommen bei Costco, das war's. Ist überhaupt nicht viel los gewesen. An der Tanke musste ich auch nicht anstehen, von daher alles gut. So, jetzt haben wir mittlerweile 9. Küche habe ich sauber gemacht. Und jetzt gucke ich noch ein, zwei Serien an. Jack Ryan, Staffel 4. Und
Dann gucken wir mal, was wir morgen machen. Letzter freier Tag steht natürlich immer unter dem Motto entspannen, aber habe ich heute eigentlich. Ja, okay. Ja, wir haben nicht interessieren, deswegen ist das wahrscheinlich das letzte Video. Wahrscheinlich gehe ich wieder sehr spät ins Bett. Wie immer. Schön runtergekühlt. Hier drin auch schon. Naja, immer noch 25,6 Grad. Eigentlich ziemlich warm. Mal gucken, ob morgen die Sonne wieder da ist. Denn die haben heute ja mehr oder weniger überhaupt nicht gesehen.